Hallo, wie ihr sehen könnt, ich bin gerade nicht so gut drauf. Ich bin soeben in meinen Garten gekommen, habe mich vorhin auf den Weg gemacht mit eigentlich ganz guter Laune. Mich auf den Garten gefreut, wollte ein Video drehen. Und jetzt komme ich hier an und fühle mich richtig schlecht jetzt, weil ich mal wieder was feststellen durfte. Ich habe schon letzten Monat beobachtet, dass regelmäßig bei mir jemand im Garten ist, habe ihn aber nicht zu fassen gekriegt. Dann den Thomas, den ihr über meine Videos kennengelernt hat, der hat ja auch schon Leute verjagt. Und ja, das Problem ist, es wird auch geklaut. Also ich hatte hier einen Getränkevorrat, der ist weg. Mir wurde vorne durch die Beete gelatscht. Und dementsprechend fühle ich mich jetzt. Also generell stehe ich da sehr gut drüber, aber auch heute, ich bin ziemlich echt runter. Also es ist nicht schön. Es ist echt nicht schön. Vielleicht kennt ihr draußen das ja, das ab Einbruch, Diebstahl. Zum Einbruchthema sage ich gleich auch noch was. Da kann ich euch nämlich was zeigen. Das war so ein hinter den Kulissen-Ding, was ich euch auch mal zeigen wollte, als ich mein Special im Dezember hatte. Aber es hat dann nachher nicht mehr reingefunden, zeitlich. Ja, und nun heute kommt es dazu, dass ihr dann auch mal eine andere Seite von mir kennenlernt, nicht immer Sunny Sunshine-Typ, wie das jemand mal sagte. Das zieht mich jetzt echt runter. So, das muss ich erstmal sacken lassen. Und ich habe hier so ein paar Tricks, woran ich erkennen kann, ob wer da war. Und ja, dann dachte ich erst, na, vielleicht war es dann doch der Sturm, die Stürme. Aber dann bin ich im Garten rumgelaufen, konnte konkret sehen, dass da jemand mit kleineren Füßen als ich in den Beeten unterwegs war. Und das noch ziemlich frisch. Von daher, wir haben heute Montag, das war sicherlich am Wochenende. Ja, und das war schon öfters der Fall. Ich hatte hier schon mal die Wildkamera und so, aber genau in der Zeit kam keiner. Die habe ich jetzt nicht mehr zur Verfügung. Aber es ist auch so eine Sache, dass werde ich wohl so nicht machen können, weil man die entdeckt und vielleicht schauen die Personen auch zu und machen sich dann Spaß draus. Ich finde es überhaupt nicht lustig. Auch so der Getränkeklau und ja, das andere. Ich habe von Einbruch erzählt, das war nicht bei mir, aber trotzdem betrifft es auch mich, weil es auch um meine Sachen geht. Drüben die Nachbarparzelle von den Jungs. Da hatten wir einen Einbruch, da haben wir die Tür schön fertig gemacht und am nächsten Tag wurde eingebrochen, eingetreten die Tür. Das zeige ich euch jetzt einfach mal. Ich will ein bisschen rumlaufen, ich kann jetzt nicht nur sitzen. Ja, so, hier könnt ihr das sehen. Ich springe jetzt nicht für die Kamera und erstelle jetzt ein richtig schönes Video. Ich lasse das jetzt einfach laufen, ich kann da gerade nicht so drauf eingehen. Also hier könnt ihr das sehen, die Tür wurde eingetreten. Da alles rausgerissen, also wirklich mit Gewalt nach einem Tag. Wir haben das richtig schön gemacht. Naja, da wurde uns auch die Schwachstelle aufgezeigt, aber das Ganze musste ja trotzdem noch nicht sein. Und hier hinter den Türen mittlerweile ja, nichts von Wert mehr da. Es wurde alles geklaut an Werkzeug, was irgendwie da rumstand. Bits und eine Schaufel und ach, also Sachen, die ich mir halt besorgt habe. Ich habe es ja nicht so dicke. Es ist eher selten, dass ich mir was anschaffen kann. Und von daher ist das ziemlich frustrierend gewesen. Aber generell habe ich da meistens rüber gestanden. Ich hatte ja vorher auch schon ein Projekt, habe ich ja mal erzählt, den BMX-Park. Und da hat man auch mit Vandalismus zu tun. Es muss einem auch mal schlecht gehen. Man kann nicht sofort über den Dingen stehen. Heute geht es mir mal wieder schlecht damit. Und es ist, Leute, das ist nicht cool. Das ist echt überhaupt nicht cool, wenn ihr sowas macht da draußen, wenn einer der Übeltäter zusehen sollte. Ja. Nicht lustig. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Ich fühle mich gerade irgendwie gelähmt und ich muss euch das im Garten jetzt auch nicht zeigen. Ihr könnt euch Fußabdrücke in den Beeten vorstellen. Ich für mich. Ja, also ich habe den. Ich glaube, ich mache heute nichts mehr. Ich hatte eigentlich ein paar Sachen vor: Knoblauchstecken und mauretanische Malve oder Pflanzen vereinzeln und. Ich versuch's gleich nochmal, aber ich weiß das nicht.
Naja. Das gehört auch zu mir. Ich bin nicht immer nur gut drauf. Die Zuschauer, die länger dabei sind, die kennen das ja schon von mir. Ohne dicke Spinne. Lebt wohl in meinem Stativ. Hat sich da ein Netz gebaut. Ja, soll es jetzt einfach gewesen sein. Ich kann mir jetzt gerade, ich sage einfach Tschüss, bis zum nächsten Mal.